Was wäre eigentlich passiert, wenn Tom Riddle wie geplant Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts geworden wäre? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video geht es um Tom Riddle und die Lehrerposition in Hogwarts zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Kurz nach seinem Abschluss in Hogwarts bewarb sich Tom Riddle um die Stelle eines Professors für Verteidigung gegen die dunklen Künste an der Schule Hogwarts. Tom Riddle hatte seinen Abschluss in Hogwarts mit dem Ruf gemacht, einer der besten Schüler zu sein, die jemals die Hallen von Hogwarts durchliefen. Der damalige Schulleiter, Professor Armando Dippet, schätzte Tom aufgrund seiner Leistung während der Schulzeit sehr, lehnte ihn aber als Professor wegen seines Alters ab. Tom war damals erst 18 Jahre alt. Dennoch lud Schulleiter Dippet den jungen Riddle ein, sich in ein paar Jahren erneut zu bewerben, wenn er mehr Erfahrung gesammelt hatte. Viele waren jedoch schockiert, als Riddle sich dazu entschied, eine Stelle bei Bergen & Bergs anzunehmen, anstatt sein großes Potenzial voll auszuschöpfen. Dies war jedoch alles Toms Plan, um diese Position zu halten, während er Horcruxe aus sehr bedeutenden Gegenständen schuf. Er verschwand für 10 Jahre und kehrte unter seinem neuen Decknamen Lord Voldemort zurück. Voldemort bewarb sich also erneut nach 10 Jahren um den Posten des Professors für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Aber der derzeitige Schulleiter Albus Dumbledore, der Tom misstraute, seit er entdeckt hatte, dass der Junge als Kind anderen Schmerzen zugefügt hatte, verweigerte ihm diesen Posten natürlich. Aber was wäre, wenn Armando Dippet noch am Leben wäre und Tom den Weg gewählt hätte, zu dem er ihm vor 10 Jahren geraten hatte, sich erneut zu bewerben? Was wäre, wenn Tom Riddle der Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts geworden wäre? Nehmen wir mal an, Dippet wäre kurz nach seiner Ernennung von Riddle verstorben, da er bereits über 300 Jahre alt war, und er wäre durch Albus Dumbledore ersetzt worden, so wie es auch im normalen Kanon geschehen ist. Ich glaube, dass Tom diesen Posten aus mehreren Gründen haben wollte. Er hatte bereits mit seinem Plan für die magische Herrschaft begonnen, auch wenn er sich noch in einem sehr, sehr frühen Stadium befand. Das Amt des Professors für Verteidigung gegen die dunklen Künste war die perfekte Rolle für ihn, um weiterhin dunkle Experimente durchzuführen, obwohl dies weniger wichtig gewesen wäre. Wenn Voldemort dieses Amt übernommen hätte, wäre dies die perfekte Gelegenheit gewesen, Anhänger zu rekrutieren, um künftige Todesser zu werden. Vor allem bei den neuen Schülern war er in der perfekten Position, um sie von klein auf langsam zu manipulieren. Er würde natürlich an ihre Frustration appellieren, er würde sie verstehen. Er wollte über die vielen Tage, Monate und Jahre des Unterrichts langsam ein Vertrauen bei ihnen aufbauen. Er wollte ihnen seine Überzeugungen einflößen, bis er sie schließlich aufforderte, ihm zu folgen, wenn die Zeit gekommen war. Ich habe das Gefühl, dass er sich die seiner Meinung nach stärksten und mächtigsten Schüler aussuchte, um seine Gedankengänge weiter auszubauen. Da er durch ihre Gunst leicht andere Schüler beeinflussen könnte, würden Voldemorts Schüler zu ihm stehen und dafür kämpfen, wie seiner Meinung nach die magische Welt aussehen sollte. Ich glaube, viele der Schüler hätten sich ihrem Professor angeschlossen, als er die Zeit für gekommen hielt, aber es hätte auch viele gegeben, die sich geweigert hätten. Und hier kommt der andere Vorteil ins Spiel, dass Voldemort der Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste ist. Er würde das Fach absichtlich abschwächen, um sich einen Vorteil zu erschaffen, und wenn man darüber nachdenkt, warum sollte er seine Schüler darin bestärken, sich gegen Zauberer der dunklen Magie zu schützen, wenn es doch genau um diese Form der Magie geht, wenn er angreifen will? Er wäre für 7 verschiedene Jahrgangsstufen von Schülern in diesem Fach verantwortlich, und zusätzlich zu diesem Masterplan hätte es eine verheerende Nachwirkung, wenn Voldemort der Zaubererwelt seine wahren Absichten offenbart hätte. Und da wäre noch die Tatsache, dass dies alles vor Dumbledores Nase geschah. Das könnte Dumbledores Ruf und seine Karriere komplett ruinieren. Die Anschuldigung, dass er absichtlich ein Auge zugedrückt hat und noch mehr die Tatsache, dass keiner der anderen Lehrer irgendwelche Alarmsignale wahrgenommen hat. Voldemort als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste einzustellen, wäre also die falsche Entscheidung gewesen. Obwohl man natürlich auch bedenken muss, dass es vielleicht eine Besserung für Voldemort an sich bedeutet hätte und er vielleicht leichter unter Kontrolle gehalten worden wäre. Das können wir leider nicht mehr beurteilen, weil es leider nie dazu gekommen ist. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.